Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich hier aus dem TSW 4 von der Strecke Vorarlbergbahn und wir fahren den Intercity mit der Baureihe 101 und zwar heute hier im Nebel bei einer Nachtfahrt. Und ich würde sagen, wir verschwenden gar keine Zeit, sondern steigen ein in den Führerstand und öffnen die Türen. Dazu einmal die Türen auf der linken Seite frei. Ansonsten ist der Führerstand soweit aufgerüstet. Wir schalten noch die PZB und die LZB an. Das haben wir in diesem Augenblick gemacht. Alles andere passt soweit. Wir können erstmal für den Beginn hier noch ein bisschen Licht anmachen und schauen mal, ob die Türen noch offen sind. Jawohl, die Türen sind geöffnet. Die Fahrgäste haben aber noch kein Licht. So. Jetzt haben auch unsere Fahrgäste Licht. Auch wenn ich persönlich ja immer ein großer Fan davon bin, bei Nachtfahrten in Realität, wenn die Lichter einfach aus sind im Zug. Das ist viel entspannter. So kann man ganz gut auch tatsächlich aus dem Zug herausgucken. Aber aus sicherheitstechnischen Bedenken wird das natürlich nicht gemacht. Ist auch vollkommen in Ordnung. Schließvorgang eingeleitet. So, wir erhöhen noch die Helligkeit. Den Pfiff haben wir auch gerade gehört. Die Türen sind geschlossen. Wir blicken nochmal aus dem Fenster. Jawohl, das passt soweit. Dann stellen wir uns einmal hier hin und schauen dem Zug zu beim Abfahren. Hervorragend, Intercity-Wagen hinten dran. So muss das. Wir schalten mal das Licht hier um auf die Fahrplanleuchte und schauen, ob die PZB, oh nee, da ist alles in Ordnung soweit, die begrenzt uns nicht. Wir haben kein Wechselblinken, wir sind schon befreit, aus welchen Gründen auch immer. Das Ganze hier im Free-Roam-Modus, das ist. Oh. Meine sehr geehrten Ach ja, Damen ups, und Herren, vergessen. nicht Ihr Lokführer. Leider stehen wir gerade vor einem roten Signal. Wir werden unsere Fahrt in Kürze wieder fortsetzen können. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ladies and Ja. Gentlemen, this is your train driver speaking. Unfortunately, we are standing in front of a red signal right now. We will be able to resume our journey shortly. Thank you for your understanding. Das ist noch die Mod vom guten Manni für die Baureihe, für die Stationsansagen. Da sind auch entsprechende Soundfiles dabei für einige Fahrzeuge, die man einspielen kann, wenn man vor einem haltzeigenden Signal steht. So. Sehr, sehr, sehr schön. Wir können mal gucken, wie es aussieht, wenn wir mal das Fernlicht anmachen. Ne, Moment, das ist das Falsche. Hier. Ja, die Frage ist, womit können wir jetzt mehr sehen? Ja, Fernlicht abblenden oder das richtige Fernlicht. Also wir haben halt einfach wirklich sehr schlechte Verhältnisse. Wir bleiben bei der Signalbeleuchtung. Okay, so. Der Soundmod von meinem guten Freund, dem Foley, ist selbstverständlich mit dabei. Das, wie ich bereits in dem Vorstellungsvideo ja schon versprochen habe, ist hier jetzt mal die Fahrt, die lange Fahrt mit der 101, mit der Soundmod, damit wir uns die jetzt auch wirklich mal in Gänze anhören können und richtig in den Genuss kommen. Wir haben heute keinen Zwischenhalt, oder? Ich überlege gerade. Wobei ich glaube, es wäre schon sinnvoll, einen Zwischenhalt noch einzubauen. Das Ganze ist halt hier mit dem Free-Roam-Modus erstellt.
Aber eigentlich wäre es ja sinnvoll, hier anzuhalten. Das müsste nämlich Dornbirn, glaube ich, sein. Wir schauen mal. Man kann ja leider im Free-Roam-Modus keine Halte eintragen. Man kann ja nur einen Anfangs- oder Endpunkt setzen. Und man kann Wegpunkte eintragen, aber man kann halt leider keine Halte eintragen. Wir schauen mal hier auf dieses Feld hier links. Schön viel Güterverkehr. Ihr seht es heute, diese nebligen Umstände. Das sieht schon sehr cool aus, oder? Also ich mag das schon sehr, den Nebel im TSW. So, wir können auch die AFB übrigens mittlerweile anmachen. Dafür machen wir uns mal das Licht wieder hier auf groß. Einmal den Hebel ganz nach vorne verlegt. Wichtig, den Fahrschalter auf ausstellen und dann die AFB anschalten. So, das müsste jetzt auf die 200 springen. Genau, das tut es, beziehungsweise 160, weil wir in der PZB sind. Da ist die AFB schlau genug, dass sie nicht auf die 200 springt. Und jetzt können wir Leistung aufschalten. Ich glaube, die Anzeigenhelligkeit können wir ein bisschen niedriger machen, sonst blendet das ja richtig. Ja, jetzt ist es besser. Instrumentenbeleuchtung ist aber, glaube ich, okay. Oder schauen wir mal. Ja, so ist es ein bisschen dunkler. Machen Sie ruhig mal wieder ein bisschen heller, das gefällt mir eigentlich ganz gut. So, ja, und jetzt sind wir hier unterwegs. Rechts und links eigentlich die Berge. Aber davon sehen können wir natürlich nicht so viel bei diesen Verhältnissen heute. Generell wirklich unfassbar schlechte Sichtverhältnisse. So, das war der Hauptschalter. War ein bisschen sehr knapp. So. Genau, ja. Also die Sichtverhältnisse sind offensichtlich sehr schlecht und wir gucken mal, dass wir damit zurechtkommen. Wir sind schon lange tatsächlich nicht mehr im Nebel gefahren. In der Regel ist das halt auch, also ich glaube, wenn man alleine spielt für sich, ist das doch eine sehr angenehme Sache und auch sehr atmosphärisch. Für so ein Video stellt sich dann immer die Frage, wie sinnvoll das ist, aber ab und an ist das vollkommen in Ordnung. Ab und an muss das halt eben auch mal sein, so eine neblige Nachtfahrt. Mit unserem nebulösen Intercity hier. Das wär doch, glaube ich, ein guter Folgentitel, oder? Nebulöser Intercity. Würde mir ganz gut gefallen. Achtung, Zugdurchfahrt. Hervorragend hier in Nenzing. Nebulöser Intercity ist eingeloggt für die heutige, als Titel für die heutige Fahrt. Ja, es ist ja auch tatsächlich eine weitere österreichische Strecke auf der Roadmap. Wenn ich das richtig im Kopf habe, müsste da eigentlich eine drin stehen. Und da bin ich natürlich sehr gespannt, welche Strecke das ist, ne? Weil das ist keine Strecke, die jetzt angekündigt ist. Das ist nicht Salzburg-Rosenheim. Das ist eine deutsche Strecke, die zwar in Österreich endet, ne? Aber es ist halt vornehmlich eigentlich eine deutsche Strecke. Es ist aber noch dezidiert eine österreichische Strecke angekündigt. Und da könnte man auch ein bisschen jetzt anfangen, darüber zu philosophieren und zu spekulieren vor allen Dingen, weil mit Philosophieren hat das am Ende dann recht wenig am Hut, welche Strecke das sein könnte. Da würde mich selbstverständlich interessieren, auf welche Strecke ihr da so hofft oder tippt oder ratet. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich persönlich kann gerne verraten, dass ich mich am ehesten über die Brennerbahn freuen würde.
Warum schalten wir denn keine Leistung auf? So. Ja, einmal so über den Brenner. Fände ich schon sehr, sehr, sehr cool. Einmal praktisch ab Innsbruck bis hoch zum Brenner. Gibt's halt im Train Simulator allerdings nicht von DTG, sondern von RSSLO. Da kommt übrigens jemand hier. Wir können einmal ganz kurz auf- und abblenden. Oder? Nee. Ah, nee, das ist ein Auto. Nee, gar nicht. Was ist das? Doch, das sind Autos. Gruselig. Nee, gar nicht. Das sind keine Autos, das sind Signale. Ich habe gerade den Zwergen hier. Ich habe die Zwerge gerade gegrüßt. Ja. Die Frage ist, halten wir jetzt schon hier rechts eigentlich schon, oder? Ich würde schon behaupten, dass wir da halten können. Gut, wir sprechen gleich weiter über die Spekulationen hinsichtlich irgendwelcher Strecken. Und gucken erstmal, dass wir hier... Das müsste jetzt Dornbirn... Nee, Feldkirch. Feldkirch, nicht Dornbirn, Entschuldigung. Das müsste eigentlich Feldkirch sein. So, da hinten, da sehen wir schon so ein bisschen Infrastruktur. Das könnte schon der Bahnhof sein. Wir fahren mal ein bisschen vorsichtiger. Leider haben wir halt kein Ibula, sonst wüssten wir das auch selbstverständlich, wo da der Bahnhof ist. Okay, wir haben eh Langsamfahrt zu erwarten, wenn ich das richtig sehe. Fahrt mit 110 angekündigt. Das ist sogar Halt zu erwarten. So, wir haben immerhin keinen 500-Hertz-Magneten zu fürchten. Die gibt es in Österreich vergleichsweise selten. Auf den meisten Strecken. ...2000 Hertz-Magnete gibt es allerdings in der Tat. Das heißt also, wir sollten trotzdem nicht über das rote Signal fahren. Denn das würde dazu führen, dass unsere Fahrt vorzeitig endet und... Ich will nicht behaupten, dass das noch nie passiert wäre, aber ich würde vermeiden, dieser Liste noch einen weiteren Eintrag hinzuzufügen. So, jetzt hier hinter der Kurve müsste der Bahnsteig, glaube ich, sein. Und dann aufpassen, wo das Signal ist. Da sehe ich was Rotes. Okay, weiterhin Fahrt und Halt zu erwarten. Hier im Tunnel können wir auch vielleicht das Fernlicht anmachen. Ja, dann sehen wir tatsächlich ein bisschen mehr. Eigentlich müssten wir ja sowieso mit Fernlicht fahren. Das ist ja in Österreich... Ist das verpflichtend? Ich glaube schon, ne? Dass man eigentlich mit Fernlicht fährt. Wobei ich behaupten würde, dieser Lichtkegel in der Art und Weise, wie er hier dargestellt ist, ist nicht ganz realistisch für Fernlicht, weil die Seiten werden ausgeleuchtet, aber die Mitte halt irgendwie nicht so wirklich. So. Zurück aufs Abblendlicht. Und dann halten wir hier auch. Wir können ganz entspannt fahren, haben eh halt ein haltzeigendes Signal vor unserer Nase. Ja, Achtung, Zugdurchfahrt ist in diesem Sinne natürlich dann jetzt falsch.
Aber das kann der TSW ja nicht wissen, weil es halt, wie gesagt, nicht die Funktion gibt, halte, ja, halte einzuplanen im Free-Roam-Modus. So, Türen auf der rechten Seite auf. Steht hier sonst irgendwas? Nö, ne? Nö. Hier noch die nächsten Züge, die hier angeschlagen sind. Hier kommt erst um 1 Uhr der nächste Zug. Eieiei. Es dauert aber noch ein ganzes Stück, bis hier einer wieder hält. So. Was steht hier? Bludenz. Mhm. So, wie sieht signaltechnisch für uns aus? Anscheinend dürfen wir fahren. Schauen wir nochmal. Das rote Signal ist, glaube ich, für die Gegenfahrbahn, beziehungsweise für die Gegenrichtung. Denn das hier ist wiederum auf grün gestellt. Das hier ebenso. Das auch. Ja, das sieht für mich so aus, als dürften wir in der Tat fahren. Ja, ich glaube schon. Wir fliegen nochmal sicherheitshalber mit der Kamera nach vorne. Ja. Doch, tatsächlich. Das passt soweit. Oh, ich höre einen Helikopter. Übrigens, sternklare Nacht, sehr schön. Ich gönne mir mal noch einmal ein Foto hier. In unserem nebulösen Intercity, wie wir ihn heute getauft haben. So, dann Türen zu. Das wird jetzt gleich auch pfeifen. Jawohl. Das sieht doch sehr gut aus. Wir sind hier restricted. Wir sind... Okay, jetzt doch nicht mehr. Die BZB hat sich schon beruhigt. Dann ist ja alles in bester Ordnung. Dann dürfen wir hoch auf die 90, die erlaubt sind, mit denen wir ausfahren dürfen. Leistung rein, damit wir jetzt auch nicht mehr viel Zeit vertrödeln. Denn bis Lindau-Reutin gibt es keinen weiteren Halt mehr und da fahren wir jetzt einfach durch bis dahin. Ich mag ja dieses Bild hier wirklich sehr gerade. Dieses total neblige im Dunkeln Gleisanlagen. Ja, das hat direkt so was leicht Schauriges schon fast an sich. Aber auch gleichzeitig etwas äußerst Gemütliches. Ja, die stehen immer noch hier. Aber ich meine, ich mag, dass das hier ab und an tatsächlich auf der Strecke Leute irgendwo rumstehen. Das war ja, glaube ich, mit Dresden-Riesa kam das zum allerersten Mal rein in den Simulator. Und seitdem aber eher nur vergleichsweise sporadisch dann wieder da. Mal ja, mal nein. Und ich finde es ziemlich gut, dass hier bei der Strecke drauf geachtet wurde. So. Ja, dann können wir mal ein bisschen weiter spekulieren. Und wenn ich sage wir, dann meine ich hauptsächlich mich selbst. Aber ich bin da selbstverständlich immer gespannt darauf, was ihr dazu zu sagen habt.
So, wir können die AFB schon mal auf die 140 stellen, das passt dann eigentlich auch. Ja, ne, also ich habe ja vorhin gesagt, Innsbruck Brenner wäre eine tolle Strecke. Ich glaube, man könnte da den CityJet, den DeZero ML, glaube ich, fahren. Und das wäre auf jeden Fall ein Triebwagen, ein Triebzug, der definitiv dem TSW sehr gut tun würde. Ansonsten selbstverständlich auch Intercities, österreichische Intercities, Railjet wird da wohl auch langfahren. Also da gäbe es einiges an Möglichkeiten. Nightjet, oh, das wäre natürlich toll. Aber das halte ich... Okay, machen wir mal kurz mal eine Klammer auf und reden mal über den Nightjet. Ein Zug, den ich persönlich mir sehr wünschen würde. Wir hätten auch die passenden Lokomotiven für einen Nightjet, ne? Sei es nun ein Taurus, ein Vectron oder eine 101. Von diesen drei Loks wird in Deutschland und Österreich ja der Nightjet bespannt. Also was das angeht, passt das schon ganz gut. Aber erstens, das Wagenmaterial ist vergleichsweise ja, schwierig zu machen. Es sind nicht nur die ganz normalen Sitze, sondern es sind halt Liegen, die man irgendwie dann bauen müsste. Und dann stellt sich auch die Frage, man kann ja im TSW sich ja hinsetzen auf den Sitzen. Wie würden wir das dann bei diesen Nightjet-Wagen machen? Ja gut, da könnte man sich dann einfach hinlegen. Ne? Das geht ja eigentlich theoretisch, die Kameraperspektive so anzupassen. Dürfte prinzipiell kein Problem sein eigentlich. Ne? Ich meine, auf der Nündertalbahn kann man ja auch auf so einen Baum hochklettern. Das ist jetzt auch so eine feste Perspektive, wenn man so möchte. Aber trotzdem ist es ja so, dass in einem Nightjet ja ziemlich viele verschiedene Wagenklassen dabei sind. Ich rede jetzt mal nur über die ältere Generation an Nightjets, nicht den neuen Nightjet. Ne, da gibt es ja Sitzwagen, Liegewagen und Schlafwagen. Teilweise Schlafwagen Doppelstock, teilweise einstöckig. Und ne, unzählige verschiedene Bauweisen, die auch teilweise wirklich kombiniert in einem einzigen Zug anzufinden sind. Das ist also recht viel Wagenmaterial, das man bräuchte, um ein Nightjet realistischerweise darzustellen. Und ich bin mir da nicht ganz sicher, ob DTG da diesen Schritt gehen würde, da so viel an Wagenmaterial zu erstellen, weil das halt auch sehr zeitaufwendig ist. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, es würde die Zeit wegfallen, eine Lok zu bauen. Das heißt also, man könnte die Zeit, die man für eine Lok investieren würde, entsprechend in Wagenmaterial hinein investieren. Wäre eine Möglichkeit, aber ich halte es dennoch für recht unrealistisch, denn es ist ja nicht so, als würden Nightjets wie ICEs oder Intercities oder Regionalexpress oder sowas, als würden die den ganzen Tag hin und her fahren und mit denen, dass man mit denen wirklich einen Fahrplan füllen könnte. Das kann man ja nicht. Die sind ja in der Regel nur früh morgens oder spät abends unterwegs, ne? Oder halt so ab dem späten Nachmittag. Und dann auf so einer Strecke wie, ja, you name it, Koblenz-Mainz, wo ja in Realität auch Nightjets sind, langfahren. Ist es ja nicht so, als würden die den ganzen Tag da lang fahren, sondern man sieht da vielleicht ein bis zweimal am Tag einen Nightjet entlang brausen. Und da stellt sich dann die Frage, wie kann man einen Fahrplan gut gestalten mit einem Nightjet-Zug? Kann man halt nicht. Was halt möglich wäre, wäre das Ganze als Lok-DLC mal zu bauen. Das ist schon etwas realistischer. Okay, wir müssen jetzt mal... Oh ja, okay. Ja. Tut mir leid, da war ich etwas trantütig.
Ja, wir können mal ganz kurz eine. Ja. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Türfreigabe. Ja. Türfreigabe. Türfreigabe. Zugbeeinflussung. Wir fahren jetzt mal noch gegen das haltzeigende Signal an. Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass wir den Fahrdienstleiter angerufen haben, gesagt haben: Hallo, ich habe gerade eine Zwangsbremsung gehabt, sorry. Darf ich noch wenigstens bis zum Signal vorziehen? Dann sagt er: Jo, kannst du machen. Viel Spaß. Das müsste doch Salzburg sein, ne? Ja, schön auf jeden Fall, dass wir die Strecke bekommen. Ist das unser Signal? Also laut hat anscheinend schon. Ich hätte jetzt instinktiv gedacht, dass das mittlere hier unseres ist, aber ich glaube, dem ist gar nicht so. Okay, wir sind auf 45 überwacht. Ich weiß gar nicht, ob die 101 automatisch bei 40 km/h abschaltet. Der Taurus macht das ja. Ja, kommen wir wieder zurück zu dieser Nightjet-Klammer. Ja, also es scheint tatsächlich unser Signal zu sein, jawohl. Nee, okay, wird nicht Leistung abgeschaltet. Hallihallo. So, PZB hat sich beruhigt, dann können wir hoch auf die 150. Und danach dürfen wir eh 160 fahren, von daher. Direkt schon mal die 160 eingestellt. Ja, genau, als Log-DLC halte ich dann schon für realistischer, dass da irgendwann mal doch ein Nightjet kommt für eine passende Strecke. Ich glaube tatsächlich auf Innsbruck-Bludenz sind auch Nightjet-Züge unterwegs, müssten ja. Innsbruck-Bludenz sage ich schon, Lindau-Bludenz. Zumindest auf einem Teilabschnitt. Auch wenn er dann vergleichsweise kurz ist. Ich denke mal, zwischen Rosenheim und Salzburg müssten auch Nightjets unterwegs sein, da bin ich mir relativ sicher. Railjets auf jeden Fall. Und anders als mit den Nightjets könnte man mit einem Railjet ja tatsächlich einen ganzen Fahrplan irgendwie den ganzen Tag über erfüllen. Aber ja, bleiben wir beim Nightjet, bevor wir jetzt noch eine eckige Klammer Railjet aufmachen. Ne, also als Log-DLC möglich, aber halt insgesamt trotzdem nicht ganz realistisch, weil am Ende muss man dann für den Preis rechtfertigen, dass es vielleicht nur so drei, vier, fünf Fahrten im Fahrplan gibt, mehr nicht. Ja, und dann kommen halt die ganzen Leute, die dann sagen so, ja, was ist das denn für ein Scam? Wir bezahlen hier irgendwie, weiß ich nicht, wie viel Euro für einen Zug und dann können wir aber nur so zwei, drei Fahrten damit machen. Ja, es ist halt realistisch, ne? Also wer halt einen Nightjet haben möchte, der muss mit dem Kompromiss leben, dass es halt nicht viele Fahrten gibt. Und ich bin mir sicher, da gibt es halt in der Community einige, die da vielleicht nicht so entsprechend das Verständnis haben. Hä? Okay. Eieiei, und das sogar in so einem neutralen Abschnitt. Ja, ich sollte mich mehr aufs Fahren konzentrieren. Achso, ja, gut. Der Hauptschalter ist jetzt auch rausgeflogen. Oh, was machen wir jetzt? Das ist jetzt natürlich ganz Zugbeeinflussung. schlecht, weil wir gerade in einer neutralen Sektion sind, an der Trennstelle. Und der Hauptschalter ist, glaube ich, aus. Meine lieben Fahrgäste, hier spricht Ihr Lokführer. Unser vorausliegender Strecken. Ich kann auch den Hauptschalter nicht mehr einschalten. Ja.
Ja. Was machen wir jetzt? Ich habe eine Idee. Wir retten uns jetzt einfach selbst. Womit machen wir das? Wir machen das mit einer 204. Einer Doppeltraktion 204. Wir können den Zug nicht erzeugen. Dann müssen wir einmal unsere Route entfernen. Dann müssten wir das eigentlich können. Zwei Jawohl. Wir steigen mal in die vordere Lok ein. Okay. Ja, damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, ne? Aber soll ich euch auch was sagen? Ich auch nicht. Gibt es hier nicht noch einen Bremsschlüssel irgendwo? Da. Auf in den Leerlauf. Angekuppelt. So. Und jetzt, liebe 204. Warum blendet. Achso. Hä? Warum, was ist das für ein Licht, das uns da blendet? Kann mir das jemand verraten? Achso. Ach, wir müssen uns natürlich. Vielleicht erstmal die Lichter anmachen, damit wir auch ein bisschen was sehen können. Und jetzt müssen wir noch eine Route setzen, damit wir über das Signal auch noch hinauskommen. Und schleppen uns mal in den Bahnhof. Okay, das klappt. Doch, das klappt. Haben wir einfach zu wenig Power? Nee, ich glaube, daran liegt es nicht. Nee, es scheint wohl noch irgendwelche Bremsen angezogen zu sein. Ja, haben noch die Tür aufgelassen. Fahrend. Lösen. Fahrschalter auf aus. Okay, müsste eigentlich passen. Hier damit. Damit die Lok vielleicht gar nicht in irgendeiner Form an ist. So. So. Ich würde den gerne rausnehmen. Ach so. Da muss ich den dann ausstellen. Ja. Gut.
erst aufregen. So, können wir jetzt unsere Lok abschleppen? Das ist ja fast wie in einem Szenario hier. Ich glaube, es funktioniert. Unsere Lok hat ordentlich zu ziehen, aber es geht. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir unseren Zug nur bis Hohen Ems und dann entbinden wir da die Fahrt, weil das ist ja dann ein bisschen lächerlich. Da jetzt dann einfach dann weiterzufahren. Genau. Dann machen wir das so. Ich frage mich aber immer noch, was das für ein Licht ist. Weiß ich nicht. Das ist nicht von der Taschenlampe. Das ist einfach so ein aus dem Nichts erscheinender Lichtkegel. Ne, also wenn wir hier rausgucken, gibt's den nicht. Also keine Ahnung, was da Rivet Games verbrochen hat. Und wenn wir nach draußen gehen, haben wir auch keinen Außensound. Naja, gut, das soll aber nicht unser heutiges Problem sein. Gut, stellen wir uns mal hier hin, auf den Tritt. Und wir halten dann dort an und da stellen wir dann den Zug ab. Tja, angefangen in dem Intercity, in der 101 und das Ganze endet mit einer Doppeltraktion 204, weil wir in einer Trennstelle zum Halten gekommen sind. Eieiei. Das kann ich auch echt keinem erzählen, ne? Naja. Gut, dass ich das Ganze ja hier nur privat für mich mache und nicht als Video abfilme und auch nicht veröffentliche. So, ich würde sagen, hier vorne können wir dann noch anhalten. Hervorragend. Dann können wir einmal aufstehen und dann nochmal runter.
Okay. Und einmal abkuppeln. So. Und dann, ja, verlasse ich euch mit diesem Bild hier. Und bedanke mich aber dennoch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe. Ciao, ciao.